Die Gemeinde von Giordignano ist in der kulturellen und touristischen Welt Apuliens wie der megalithische Garten Italiens bekannt. Nicht zufällig ist das Gebiet von Giordignano reich an Menhire und Dolmen, die aus der Eisenzeit stammen und sowohl in dem gewohnten Gebiet als auch auf dem umliegenden Land sichtbar sind. Die Gemeinde hat verschiedene Touren für die Valorisierung des megalithischen Erben gefördert. Interessant ist die Route, die als Anfangsstation die zwei Zwillinge Menhire auf der kleinen Platz Vigo Nuovo vorschlägt. Der erste Menhir ist 2,50 Meter hoch und ist von einem achteckigen Schaf charakterisiert. Der andere ist 2,40 Meter hoch und hat eine viereckige Basis. In der Nähe vom Trapitello des Herzogs kann man weitergehen, um den sogenannten wunderschönen Menhir der Nähe 1 zu finden. Er wurde so genannt, weil es früher ein Haus gab. Der Menhir ist über 3 Meter hoch und wurde sehr vermutlich in den vergangenen Jahrhunderten christianisiert und als Osiana verwendet. Im selben Gebiet findet man auch der Menhir der Nähe 2, der von seiner felsigen Basis gekennzeichnet ist und über 4,50 Meter hoch ist. Wenn man noch in das Umland weitergeht, findet man den Dolmen Via Mühlsteine oder Festa Dolmen, der zwischen Giordignano und Giugianello liegt. Von Pasquale Maggiulli im Jahr 1893 herausgefunden, ist der Denkmal über 1 Meter hoch, 2,60 Meter breit und 1,80 Meter tief. Zwischen Licht und Dunkelheit ist es suggestiv, die megalithische Route nach Sonnenuntergang zurückzulegen, denn die Strecke ist gut beleuchtet. Die megalithische Szenerie ist bezaubernd und beschwört eine geheimnisvolle und faszinierende Gemeinschaft herauf. Ein Volk, das besondere technologische Kenntnisse und eine angemessene Gesellschaftsordnung hatte, die erlaubte, solche imposante Denkmäler zu bauen.